Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Schwestern und Brüder aus nah und fern, liebe Kirchheimer, Kaya, Astner und Tittmoninger, heute ist das Fest der heiligen Notburga. Die heilige Notburga, das ist eine der Bauernpatroninnen. Nämlich sie hat in Tirol gelebt als einfache Dienstmagd, zunächst bei denen von Rotenfels, soweit ich mich erinnern kann. Und dann wurde sie aber, das war eine sehr fromme, adelige Familie, aber nachdem die Eltern gestorben sind und der Junge an die Macht kam, wurde es zum puren Gegenteil. Und Notburga, die bei den Eltern dieses jungen Herrn gedient hat, sie durfte immer die Armen versorgen mit den Speisen, die übrig blieben, doch die sollte sie nun den Schweinen vorwerfen. Und das wollte sie nicht. Und als sie dabei erwischt wurde, wie sie ihr eigenes Essen geteilt hat mit den Armen, da wurde sie entlassen und sie kam nach Eben in Tirol, irgendwo auf einem Bauernhof. Da, wo sie aber von vornherein ausbedungen hat, am Abend möchte ich Zeit zum Gebet haben. Nach dem Abendläuten soll einfach Schluss sein, da möchte ich beten. Und ihr Herr, er war es eigentlich, der dann gesagt hat, der Bauer, ja, das kann sie machen, aber irgendwann wollte er, dass sie zu beten aufhört und arbeitet auch am Abend. Das war zur damaligen Zeit nichts Ungewöhnliches, dass Mägde auch ausgenützt wurden oder Knechte von ihren Herren. Die heilige Notburga ließ sich aber nicht so leicht ins Boxhorn jagen, nämlich sie nahm ihre Sichel und sagte, so soll Gott recht sprechen, wenn die Sichel oben bleibt, wenn ich die Hand wegtue, dann brauche ich nicht zu arbeiten und wenn sie nach unten fällt, dann arbeite ich weiter. Die Sichel blieb oben in der Luft hängen und der Bauer musste sich fügen. In dieser Zeit hatte der Ritter von Rotenburg dann eine schwere Zeit und er merkte, seit Notburga weg ist vom Hof, seitdem geht es mit dem Hof bergab und er hatte eine Bekehrung und holte sie zurück. Notburga starb 19 Jahre später, so kurz vor 40 Jahren, und sie wurde damals bereits als Heilige verehrt. Die heilige Notburga finden wir in vielen dörflichen Gegenden mit dem heiligen Isidor oder dem heiligen Wendelin. Das sind die beiden Patrone des Bauernstandes, die heilige Notburga zusätzlich der Mägde und der Knechte. Und sie wurden hoch verehrt. Hier in der Kaierkirche kommen sie wahrscheinlich deswegen rein, weil der Pfarrer ja selbst einen Ökonomiehof hatte und daher auf die Hilfe dieser Heiligen auch bedurft hatte. Und darum werden sie hier wohl dargestellt, aber auch in der Astnerkirche finden wir Notburga und ich glaube nicht Isidor, sondern Wendelin, und zwar jedes Jahr, wenn der Erntealtar hergerichtet wird, dann stehen diese beiden Figuren mit am Erntealtar. Jetzt aber wollen wir wieder uns dem Herrn zuwenden, den die heilige Notburga in ihrem Leben verehrt hat und dem ihr Leben gehört hat, nämlich Jesus Christus. Und wir wollen vertrauensvoll zu ihm rufen. Herr, auf dich vertrauen wir. In deine Hände legen wir unser Leben. Lass leuchten über uns dein Angesicht. Hilf uns in deiner Güte. In deine Hände legen wir unser Leben. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Herr, auf dich vertrauen wir. In deine Hände legen wir unser Leben. Und so segne euch an diesem Abend und in dieser Nacht der gute und der treue Gott. Es segne euch Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Auch heute sind wir wieder. Und weil wir das Fest der heiligen Notburga haben, darum singen wir wohl denen, die da wandern. Wo
wünsche euch allen eine gute Nacht. Auf dich aber vorher noch einen schönen Abend. Bis morgen. In deine Hände legen wir unser Leben. Lass leuchten über uns dein Angesicht. Hilf uns in deiner Güte. In deine Hände legen wir unser Leben. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Herr, auf dich vertrauen wir. In deine Hände legen wir unser Leben. Und so segne euch an diesem Abend, in dieser Nacht, der gute und treue Gott. Es segne euch Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich hoffe, dass ihr mindestens so schön singen wie die Bremer Stadtmusikanten. Aber wir wollen heute mal wieder Lobe den Herrn gemeinsam singen. Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Lob ihn, o Seele, vereint mit den himmlischen Chören. Komme zu Hauf, Psalter und Harfe wacht auf. Lasset den Lobgesang hören. Ich hoffe, dass ihr nach diesem Märchen noch schlafen könnt. Aber ich wünsche euch einen schönen Abend, eine gute Nacht. Pfiat euch Gott, bis zum nächsten Mal.